Guten Morgen, meine Lieben. Die kleine Emmy. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Wir werden jetzt gleich alle frühstücken. Ich und der Papa haben hier noch ein bisschen gearbeitet am Morgen. Und Emmy, was ist los? Sie ist so verkuschelt, die kleine Emmy. Hey, nicht mein Lipgloss abschlecken. Ja, hier ist der Papa. Der Papa war jetzt gerade mit Luisa und Lara Zähne putzen. Michelle und Patrick sind unten und machen schon brav Hausaufgaben. Wir richten jetzt mal ein bisschen das Frühstück und danach werden wir mal als Familie in Ruhe gemeinsam frühstücken und dann hier in den Tag starten. Ja, wie ihr seht, hat der Papa hier das Zähneputzen übernommen. Die Kinder streiten mal wieder um den Platz. Wir brauchen zwei dieser Hocker, Papa. Sehr gut macht ihr das. Super. Hast du keinen Platz? Die Möglichkeit, eins nach dem anderen. Ja, genau. Sehr fein. Ich habe heute Lust auf ein Porridge. Ich habe schon mega lange kein Porridge mehr gegessen. Letztes Jahr habe ich immer nur diese Trink-Smoothies gemacht. Aber ich habe mega Lust auf ein warmes, leckeres Porridge. Deswegen mache ich mir das jetzt. Ich habe noch schon Himbeer, also die ganzen Beeren rausgeholt. Mein Müsli, meine Ersatzmilch und eine Banane brauche ich noch und einen Topf, ne? So schaut jetzt unser Porridge aus. Patrick isst auch eins. Die Kinder, die Luisa will auch Himbeeren. Lara isst Butterbrot. Was? Magst du auch welche? Du hast gar nichts gesagt. Kriegst du auch welche, ja? Jeder will Himbeeren. Plötzlich. Tja. Bitte schön, Laritz. Hallo, Mami. Jo, tut ja doch noch mal. Leo, what is that one? What is that one? Was? Ist das lecker? So, meine Lieben, ich habe mich jetzt in mein Büro verzogen. Die Michelle und der Patrick machen unten wieder Hausaufgaben. Und der Papa hat jetzt die Lara und die Luisa mit rausgenommen. Das heißt, ich habe so ein bisschen meine Ruhe, um euch nämlich die windeln.de Ostergeschenkebestellung zu zeigen. Ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern, vor circa einer Woche, da habe ich euch ja gezeigt, dass windeln.de eine echt coole Osterkampagne hat. Und ich habe dort auch die Ostergeschenke für die Kinder bestellt. Und sie sind mittlerweile angekommen und ich habe euch ja gesagt, dass ich sie euch in einem Vlog zeige. Deswegen habe ich mich hier jetzt auf den Boden gesetzt, meine Bürozimmertür zugemacht, damit jetzt auch keiner hier überraschend reinstürmt. Und bevor ich jetzt aber loslege, um euch die Sachen zu zeigen, vergesst nicht meinen Rabattcode vom letzten Mal, MissDiana15, der ist noch gültig. Könnt ihr nämlich 15% auf die Marken Dawn by Deer und Bloomingwill sparen. Alles unten in der Infobox wie immer, genauso wie auch der Link zur Webseite von windeln.de. Einfach raufklicken und ja, könnt ihr ein bisschen stöbern. Die haben nämlich noch ihre Osterkampagne, die geht noch bis zum 12. April, also schaut da unbedingt vorbei. Sie haben wirklich super tolle Marken, jetzt nicht nur Spielzeug, sondern auch wirklich Kinderwegen. Keine Ahnung, viele Sachen auch für den Outdoor-Bereich. Schaut unbedingt vorbei, das sind viele, viele Sachen aktuell stark reduziert. Also vorbeischauen lohnt sich definitiv. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. Ich zeige euch mal, was ich Schönes für die Kinder ausgesucht habe. Ich habe es tatsächlich geschafft für alle vier Kinder. Nein, die Luisa ist 2, die Lara 5, die Michelle 10 und der Patrick ist bald 16. Und ich habe wirklich für alle 4 was gefunden bei windeln.de. Also das ist jetzt nicht nur so eine Babyplattform, sondern tatsächlich für alle Altersgruppen findet man, egal was man braucht. Und ja, ich fange mal hier mit dem an. Das ist für die Luisa, das ist ein Aquadoodle.
Travel, das ist so eine Reisegröße. Ich habe das mal bei meiner Freundin gesehen, die hat nämlich so eine große Matte, das Ganze gibt es nämlich auch in groß. Das ist so eine Matte, wo man draufmalen kann, da ist so ein Stift dabei, den füllt man mit Wasser. Und da kann man auf dieser Matte zeichnen, aber es ist keine Farbe da drin, also es ist nur Wasser. Und das finde ich einfach so super toll, weil gerade mit 2 Jahren, ne, da malen die gerne mit Filzstift auch die Wände und so weiter an. Und das kann mit dem hier nicht passieren, das ist von Ravensburger. Und ich habe halt die Reisegröße genommen, weil ich fand das irgendwie ja praktischer zum am Tisch sitzen oder halt ja zum Mitnehmen. Und deswegen diese hier. Dann habe ich für den Patrick auch was gefunden. Und zwar sind wir schon mega lange auf der Suche nach einem Globus gewesen. Und als ich dieses Puzzle gesehen habe, war ich so, das brauche ich. Das wird ihm sicher gut, mega gefallen. Hat 540 Teile, ist ein 3D-Puzzle. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich habe selber noch nie ein 3D-Puzzle gemacht. Es ist aus stabilen Kunststoffteilen. Ich bin mega, mega gespannt. Und dann gibt es halt auch dieses, diesen Ständer hier dabei. Mega. Dann habe ich für die Michelle auch ein Puzzle. Michelle liebt Puzzles. Letztens hat sie wieder die Kleinkinder-Puzzles rausgekramt. Und sie wünscht sich schon länger so ein 1000er-Puzzle. Und ich habe das mit dem New York gefunden und war einfach so, wow, das brauchen wir. Das wird sicher eine coole Herausforderung. Aber ja, wir haben ja genug Zeit, oder? Vor allem jetzt in den Osterferien sowieso. Dann habe ich hier noch was für die Michelle und zwar ist das Lego Dot. Das ist so ein Objekt, den man hier zusammenbauen kann. Hier in diesem Fall ein Kugelschreiberhalter für ihren Schreibtisch. Und dann kann man halt hier so dekorieren mit so einzelnen Teilen. Ich finde das richtig, richtig süß. Und da gibt es halt mehrere Sachen davon von Lego Dots. Und mir hat das aber sehr gut gefallen für die Michelle, für ihren Schreibtisch, weil die hat noch keinen Stiftehalter. Dann auch was für die Lara von Lego, und zwar Lego Trolls habe ich für sie ausgesucht. Sie mag ja so ganz gerne diese Rollenfiguren-Spiele, das ist so typisch im Alter von ihr. Und da habe ich ihr das ausgesucht zum Zusammenbauen und zum Spielen. Das wird sicher mega spaßig für sie, sie wird sich sicher mega freuen. Für die Lara habe ich auch eine Barbie geholt. Ich fand die so schön, die hat so mega lange Haare. Und sie hat so Haaraccessoires dabei, also mit so Locken, also ein Lockenstab und so ein Kreppis dabei, das die Haare so gewellt macht. Und ein Spray ist dabei, also ja, viel Schnickschnack für die Haare. Ich glaube, das wird der Lara sehr gefallen, weil die ist so ein richtiger Barbie-Fan. Und dann habe ich hier noch so einmal für die Michelle und einmal für die Lara. Das ist auch von Lego Dots. Das sind so Armbänder zum selbst dekorieren. Da gibt es mir so kleine Steinchen dabei. Und ich habe auch nochmal so eine Packung kleiner Steinchen dazu geholt. Dots Smiley. Ich fand das richtig cool. Ich glaube, also meine Mädels mögen ja so Schmuck und so eher so Kleinigkeiten halt. Und da habe ich mir gedacht, das passt einfach perfekt für Ostern. Das ist so eine Kleinigkeit und ja, die freuen sich bestimmt drüber. Dann habe ich hier noch etwas für den Outdoor-Bereich. Und zwar habe ich hier einmal für die Luisa einen Roller, und zwar so ein Smart Track. Das ist so ein Roller, der mitwächst. Den kann man mit 1,5 quasi kaufen, also in Betrieb nehmen. Weil man kann den von 1,5 Jahren bis ca. 3 bis 5 Jahren verwenden. Hier am Anfang hat er nämlich noch so eine Sitzmöglichkeit und das finde ich richtig, richtig cool, weil Luisa kann ja noch nicht Roller fahren und da fand ich das richtig ja, super, dass sie dann auch mit den großen Geschwistern fahren kann, weil alle haben irgendwie einen Roller oder ein Skateboard oder sonst irgendwas und sie hatte das halt noch nicht und deswegen fand ich das halt richtig cool für die Luisa. Ja, und als letztes habe ich hier noch ein Gemeinschaftsgeschenk und zwar eine Nestschaukel. Das habe ich einfach für alle Kinder geholt, weil ja, wir sind halt gerne draußen im Garten und eine Nestschaukel ist, finde ich, richtig cool. Da können die zwei Kleinen nochmal zusammenschaukeln und ja, das fand ich einfach so cool, deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Ja, und das waren jetzt die Ostergeschenke der Kinder. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den Osterhasen. Ich liebe es ja, wenn sie die Osternester finden und dann ihre Augen leuchten. Ja, ich werde auf jeden Fall diese ganzen Sachen jetzt wieder hier verstecken in den Kisten und wegbringen, damit sie auch nichts finden. Und vergesst nicht, schaut unbedingt bei windeln.de vorbei. Die Osterkampagne läuft noch bis zum 12. April. Dort gibt es alles, was das Mamaherz begehrt oder das Kinderherz. Also da gibt es wirklich vom Baby bis zu Teenageralter alles für euer Kind.
schau da unbedingt vorbei und ja, ich räume das hier mal weg, würde ich sagen. So, meine Lieben, die Luisa ist schon wieder im Haus, will jetzt ein bisschen Mittagsschläfchen machen. Und noch wieder Wein. Ja, die Luisa schläft, wie ihr sehen könnt. Und ich schaue hier ein bisschen fern. Der Papa kocht gerade und die Kinder spielen da im Wohnzimmer, ich kann sie hören. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen hier mit der Luisa liegen, weil wenn ich jetzt rausgehe, wird sie wahrscheinlich wach werden. Das ist bei ihr so, da kann man eigentlich, ja, sie schläft meistens nie alleine und wenn dann nicht so lange. Ja, deswegen gönne ich mir auch ein bisschen ein kleines Päuschen und liege hier mit ihr und ja, gehe dann später essen. Ich bin schon sehr hungrig. So, meine Lieben, wir essen jetzt. Es gibt Schnitzel mit Kroketten und Salat. Und dazu trinken wir Robby Bubble. Warum haben wir... Na, Yippie, Entschuldigung. Ist der noch von Laras Geburtstag? Yeah. Den hätten wir eigentlich zu deinem Geburtstag trinken sollen. Auf die Lara und die Michelle und den Patrick und die Luisa. Die Luisa sitzt übrigens hier auf Mamas Schoß. Ja. Wegen deinem Mama. Njam, njam, njam. Die Luisa muss mal wach werden. Ja, vielleicht schießt sie dann später. Mhm. So, wir essen jetzt mal. So, meine Lieben, ich stehe jetzt schon im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich werde mich jetzt schnell abschminken, damit ich entspannen kann, weil für mich, wenn ich geschminkt bin, kann ich mich irgendwie nicht kuscheln auf die Couch oder so. Und dann werden wir noch einen schönen ja, und restlichen Tag machen. Und ein bisschen genießen und ja, ich muss jetzt aber mich beeilen, weil die Luisa weint, weil die will zu mir unbedingt. Deswegen werde ich mich jetzt abschminken und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss, bis dann.